Mit emotionalen Walzerklängen begann am Samstag der Rosenball. Ja, wie Sie ja bereits heute Abend auch erfahren haben, ist vor kurzem Herr Müßigl verstorben. Leider sehr, sehr plötzlich, was wir natürlich alle sehr, sehr bedauern, denn es war ein Mann, der nach dem Takt lebte, ob auf der Tanzfläche oder im Privatleben. Dies war leider seine letzte handgeschriebene Choreografie, die wir vertanzen durften. Das war natürlich voll mit Emotionen gepackt und nicht nur das. Wir hatten eine Weltpremiere, dass zum ersten Mal im Leben Linda Kemeny, die live mitgesungen hat, die Opernsängerin aus Amerika, hat die Debütanten an ihrem Walzer ohne Symphonieorchester live begleitet. Und das war natürlich auch noch ein Highlight dazu, den die Debütanten natürlich nie vergessen werden. Das neue Prinzenpaar trat seine Regentschaft an und bekam den Schlüssel zur Stadt. Hiermit gebe ich die Verantwortung ab für eine diesmal verhältnismäßig lange Zeit bis zum Aschermittwoch. Aber ich bin fest der Überzeugung, dass unser bezauberndes Prinzenpaar die Schlüssel gut verwalten wird und nicht wirklich das Rathaus überfallen wird. Ja, zunächst einmal ist der Beginn einer neuen Faschingssaison. Beginn einer Zeit, in der wir einmal ein bisschen anders sein dürfen als normal. Und natürlich, es ist ein Ball, der wundervoll ist, jedes Jahr besser wird und man sich fantastisch fühlt. Hallo liebe User, wir wünschen euch einen tollen Fasching.